Herr Sloterdijk, während der derzeitigen Koalitionsverhandlungen liegt das Prinzip der Sozialstaatlichkeit ja gewissermaßen auf dem Seziertisch. Sie haben kürzlich gesagt, dass die Zeit der guten Feen vorbei sei und dass wir jetzt Sekretärinnen des Schicksals gegenüber sitzen, die uns vorrechnen, was für unsere Rente überhaupt noch übrig bleibt. Dürfen wir uns denn überhaupt noch aufgehoben fühlen? Nun gut, die modernen Sozialstaaten sind konstruiert worden, um die Klassenspannungen in ihrem Inneren zu überbrücken. Also ist der Sozialstaat eine soziale Form, in der den einkommensschwachen Schichten der Gesellschaft eine Friedensprämie gezahlt wird. Und es sieht im Augenblick so aus, als würde die Erbringung dieser Friedensprämie innergesellschaftlich immer schwieriger werden, weil ja die Umverteilung jetzt zugunsten der Wohlhabenden stattfindet. Der Staat also als eine Art Mutter, wenn auch eine sehr abgemagerte. Denn die meisten Menschen in Deutschland haben ja das Gefühl, dass die Göttin Fortuna sie eher verschmäht. Was bedeutet das denn für unsere Glücks- oder Heilsvorstellungen? Also wir leben in einer Gesellschaftsform, in der zum ersten Mal Märchenmotive in politische Motive übersetzt worden sind. Die Märchen erzählen von jungen Helden, die ausziehen, um einen Schatz zu suchen. Ich glaube, die Grundform der existenziellen Orientierung von Menschen in unserer Gesellschaft ist in der Tat der Schatzsuche immer ähnlicher geworden. Und das Arbeiten wird von sehr vielen Menschen nur als eine Umwegfunktion begriffen auf dem Weg zur Schatzsuche. Also das Märchen vom reichen Leben, und zwar vom Einkommen, das ohne Leistung zuströmt, ist von sehr, sehr vielen Menschen tief in ihren eigenen Existenzentwurf aufgenommen worden. Und in dem Augenblick, wo dieser abgemagerte Sozialstaat uns gegenübersteht, ja, werden diese Märchenspannungen im Leben der einzelnen Menschen eher noch weiter verschärft. Diese Entwicklung spannt sich ja um den ganzen Globus. Und Sie haben sich mit der Metapher der Kugel in Ihrem neuen Buch Im Weltinnenraum des Kapitals ja auch sehr genau beschäftigt. Warum rückt denn der Globus heutzutage so sehr ins Blickfeld? Weil die Verkehrsmittel uns den praktischen Beweis ins Haus geliefert haben, dass die Erde tatsächlich eine Kugel ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie nicht reisen, für alle Zeiten Ptolemäer bleiben. Das heißt, Menschen, die durch nichts von der Überzeugung abgebracht werden können, dass die Erde eine Scheibe ist. Das entspricht dem Bild, das unsere Augen uns von den irdischen Gegebenheiten liefern. Und in dem Augenblick, wo wir die Einheimischen sind, die auf den Urlaubsbildern von Japanern auftauchen, ja, als seltsame Figuren, die am anderen Ende der Erde leben und von deren Existenz man mit Hilfe der Fotografie Rechenschaft geben kann. In dem Augenblick erst wird es den Europäern eigentlich unheimlich. Sie spannen in Ihrem Buch ja einen sehr großen Bogen, also von den Anfängen der Weltumkreisung bei Christoph Kolumbus bis zu den heutigen Tagen, wo Datenströme und Satelliten um die Erde kreisen. Welche Einsicht dient denn dieser große Bogen, den Sie da spannen? Eigentlich geht es für die Menschen heute darum zu begreifen, dass wir das Heimatgefühl neu formatieren müssen. Ja, schon die Menschen der Antike haben den Versuch gemacht, mit Hilfe des Globus, also der Kosmoskugel, sich selber ein Bild davon zu machen, wo sie sich eigentlich aufhalten in der Welt. Wir sind in gewisser Weise Erbe dieser alteuropäischen kosmologischen Denkweise, nur dass wir heute mit Hilfe dieser modernen Technologien eine Möglichkeit haben, den Begriff der Heimat so stark zu entgrenzen, dass eine Form von Alltagskosmopolitismus entsteht. Sind es auch Orte, wo Sehnsucht oder wo eine Art von Paradiesvorstellung dann verortet ist? Das Paradies liegt überall dort, wo intrauterine Zustände fantasiert werden können. Also ist sozusagen das Paradies auf Erden zu finden? Das glaube ich nicht, denn Paradiese liegen nicht auf der Erde, sondern eher in der Erde oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist ihr Geheimnis, dass man sie
immer in einer äußeren Sphäre sucht und sie aber nur findet, wenn man Innenwelten oder Interieurs betritt. Wie können wir das denn erreichen? Ganz praktisch gesehen. Das Wort erreichen passt zu diesen Konzepten nicht, weil es zu der Welt der Anstrengungen gehört. Und man müsste eher sich fragen, was kann ich tun, um weniger ungeeignet zu sein für einen solchen Zustand. Und das setzt wiederum voraus, dass wir aus dieser Grammatik des Erreichens austreten und in eine Grammatik des Schon-Daseins oder des Einmündens übergehen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sloterdijk.